So, heute probieren wir mal diese Mikro-Needle. Oder diesen Mini-Needle-Stick. Hatte ich für meine Tochter gebastelt. Bitte nicht nach Kaufpreisen nachfragen. Das ist natürlich nur ein reines Bastelprojekt. Aus Hartholz so einen Zahnstocher zu fertigen, ist einfach viel zu viel Aufwand. Gedacht war er für den ersten, nicht zu großen Barracuda-Fang meiner Tochter. Hier in Norwegen könnte er sicher fängig sein für Meerforelle oder Makrele. Und schon Köderwechsel? Nein, ich wollte meine Unterwasserkammer montieren, um zu schauen, ob irgendwelche Fische zu sehen sind, Strukturen oder auch Hängergefahren. An die Aufnahme eines möglichen Fangs habe ich dabei nicht gedacht. Denn auf den Kanaren hatte ich die Kamera natürlich auch schon oft montiert. Doch mehr als Nachläufer oder mal einen Eidechsenfisch oder einen Tintenfisch, wie man in meinen Videos sieht, konnte ich mit diesem klobigen Gespann nicht haken. Ziemlich aufschlussreich finde ich hier, dass man das sogenannte unsichtbare Fluorocarbon je nach Blickwinkel und Sonneneinstrahlung doch sehr deutlich sieht. Vielleicht doch etwas überbewertet und vor allen Dingen überbezahlt im Verhältnis zum normalen Monofil. Ach ja, bleibt hier noch die höhere Abriebsfestigkeit. Halt, stopp! Wenn ich hier schon mit 60 Bilder pro Sekunde aufgenommen habe, dann bitte nochmal mit halber Geschwindigkeit. Das war sicher der größte der Pollack-Truppe. Der traute sich nicht, der auch nicht. Pollack auf die Waterwolf. So Fischcam richtigerweise. Schöner sogar. Und Mini-Needle-Stick. Hey! Du musst dich keschern. Also diese Kescher hier, die müssen Sie überdenken, die sind nicht einmanntauglich. Hier schwer wie Blei. Schnell die Fracht an Land. Ja, ist schon mal ein netter Pollack auf Needle Stick. Auf diese Micro Needle. Sehr schnell den Fisch befreien. Wüster Kämpfer mit der Pollack. Auffallend ist, dass die eigentliche Unterwasserkamera Go Fish Cam bessere Bilder liefert als die chinesische Action Cam. Bessere Bilder als die bekanntere Waterwolf liefert sie sowieso. Und den Pollack zurück. Schöner Kerl, so 60 könnt ihr schon haben.